Klopfschmerz. Wie geht's dir seit gestern? Alles gut? War wahrscheinlich doch ich möchte jetzt kämpfen zum ersten Mal im Ring. Pass auf deine Deckung auf. Das ist ganz wichtig. Deswegen, ich muss ein bisschen üben. Das ist das. Mach das mal. Wenn du Lust hast, kannst gerne zugucken. Ich guck mir das gerne an. Vielleicht du noch lernen was. Ja, vielleicht bist du schneller, aber ich besser. So. Sag mal, Birden. Du hast eigentlich jegliche Art von Waffe. Nee. Ja, aber so gefühlt. Ja, mein erstes. Du wolltest doch auch mal den Elefantentöter, hattest du auch mal. Mein erster Whisky heute. Prost. Eine Chance gegen den Champion, Sir. Hast du vielleicht alle rein. Hast du vielleicht ein Päckchen Gewehrmunition? Ich wäre auch bereit für Kampf. So, jetzt hoffe ich, dass ihr euch da die Fresse probiert. Dann kommen Sie rein. Sicher nicht, das habe ich ja nur eine Kutsche. Johnny Boy, guck mich mal ganz kurz sehr intensiv an, bitte. So, bitte, ich brauche eine Bandage. Das wäre ganz nice. Was? Ja, komm, bandagier mich mal bitte. Tonka, trittst du gegen den Erik an? Weil ohne Munition bringt man das auch nichts. Sheriff, ich habe gestern richtig fett auf die Schnauze bekommen. Bei dem Box-Event? Genau, ich bin gleich in der ersten Runde geflogen. Das hätte ich nicht erwartet. Ja, das macht doch mal $15, ne? Aber Mr. Walter von den Ärzten hat gewonnen, ne? Nein, der Oberkörper das ist nur noch hier, drin. Hier, der gute Mann hier, Munition. Oberkörper frei da vorne. Ja, aber das ist auch von den Ärzten, oder? Ja, genau. Hast du das auch? Ja, den habe ich gestern noch getroffen. Oh, hier ist er. Aber eine Sekunde, das? Sheriff, wir können uns gleich fein unterhalten. Ich muss mal kurz meinen Trieben freien Lauf lassen. Du machst aber gesagt, das ist ja mein erster Kampf. Oh. Tonka, okay. Du bist klein und schnell, sieh zu. Ich gebe Bestes. Also, wenn einer anzählt. Okay, ich zähle an. Sind beide bereit? Ja. 3, 2, 1, los. Oh, nicht schubsen. Ja, mit der Faust müssen sie schlagen. Nicht mit den linken Finger. Erik, da klappert es an wieder. Das glaube ich nicht. Komm schon, Tonka, pass auf deine Deckung auf. Erik, ohne Treten, Mensch. Na. Ja, ohne ihm zu nahe zu treten zu wollen, aber ich glaube, bei Mr. Dean, da waren gestern noch ein bisschen Nerven im Spiel im Turnier. Ist das so eins, wo du ich weiß es nicht, aber ich habe auf jeden Fall Dick auf die Schnauze bekommen. Der Kerl hat mich sehr überfordert. Geil. Howdy. Na, Howdy, Walter. Oh, Walter, wir prügeln uns gleich. Nee. Ich bin Walter prügeln. Geht das überhaupt mit deinem Hals? Habt ihr jemand den anderen Walter und nicht mich? Lass ihn mal noch ins Vitale. Ja, wenn sie wollen, können wir uns auch prügeln, Sheriff. Du hast vollkommen recht, Walter. Ich hab mich heute schon mit dem Marshall geprügelt. Natürlich nur zur Ausbildung. Ich hoffe, du hast gewonnen. Natürlich nur zu Ausbildungszwecken. Ich hab ihm mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Wie viele neue Zähne hat er? Ja, ich denke, er kann sich ganz neues Esszimmer kaufen. Soll ich ihm sein Essen demnächst pürieren oder was? Mikrofon activated. Also ich will den Marshall nicht schrecken. Er hat sich gut gehalten. Okay. Wie alt ist eigentlich der Marshall? Wie alt er ist? Mhm. Ich glaube, man ist einen kleinen Tacken jünger wie ich. Aber okay. Kann nicht viel sein. Aber auch schon altes Eisen sozusagen. Mikrofon activated. Ja, hat sein Leben ausgewichen, Sir. Mikrofon muted. Hat sein Leben Ja, nach dem Kampf auf jeden Fall. Wir können glücklich sein, wenn wir es alle irgendwann mal geschafft haben. Ihr müsst euch ein bisschen beeilen. Ja. Das schaffen wir. 10 Minuten wird es nicht dauern, Sir. Nee, so lange wird es nicht dauern. Oder? Wir kuscheln hier sehr viel, ne? Wenn man Highlight am Samstagabend ist, wie sind zuzugucken, wie ein Indianer und ein Riese sich prügeln, dann frage ich mich, wie es im Himmel ist. Erik ist kein Riese, ich bin Riese. Ja, das stimmt ja noch nichts. Erik ist nur der Eber. Der Eber von Rhodes. Oh, der war das Meerschweinchen von Rhodes. Die Korona ist weh. Ja, da ist eine Größe ausgenutzt. Die Anaconda. Microphone muted. Du meine Blindschleiche. Oder. Walter hat schon. Oder Ringelschwänzchen. Ist schon ready hier. Ja. Walter, denk dran. Bist du keusch, was? Vielleicht sind wir auch dran. Oh ja, da verliere ich. Werde ich mich nicht so sehen.
Ach. Wenn ihr tanzen wollt, solltet ihr euch ein Kleid anziehen, ne? Wenn sie wollen, können wir uns auch prügeln. Die Aussage ist auf jeden Fall berechtigt, Erik. Danke, ihr müsst ja mal ein bisschen zusehen da jetzt. Ja. Wo ist ja der Lahn? Oh, oh der schöne Kopfnuss, Alter. Scheiße. Oh, der war gut. Packt dann Haken aus, ja. Und wieder kuscheln. Erik, komm, streng dich mal ein bisschen an hier. Erik klappert wieder mit den Zähnen. Lass mal die Zähne ein bisschen klappern. Klappert hier. Zahn, Erik. Besser als dass sie klappern, als dass sie ausfliegen, ne? Ja, ich hab nicht mehr viele. Ich hab da so ein paar Plastik, also ein paar Muscheln, meine ich, da reingeklebt. Muscheln. Also so ganz kleine gemacht. Muscheln. Okay. Oder was? Keine Ahnung, wie man das nennt. Heinz kann nicht Goldzähne, aber der. Nee, ist Heinz da? Erik, konzentriert dich. Nee. Mikrofon muted. Goldzähne kosten pro Zahn kosten die $40, ne, Erik? Kann ich mir nicht leisten. Da musst du noch ein bisschen öfter im Casino gewinnen. Verlieren. Wenn er denn mal gewinnen will. Mikrofon activated. Na, ich Erik, hab heute auch fast $100 verloren. Erik, wie fühlt sich das an, mal vom Mann verprügelt zu werden, anstatt von einer Frau? Essen zum Pokerspiel. Erzähl das bloß nicht meiner Frau. Oh. Okay. Tonka, Mann. Guter Mann.